Lichtgeschwindigkeit, 8 Days a Week, hier 865 heute am Dienstag, den 1. März 2011, zum Rücktritt des Operetten Gutenberg hier, der Bundespräsident Wulff heute, und ich habe hier mal Grimms Wörterbuch rausgeholt, um kurz zu erklären, was unter dem Begriff hoffärtig, Hoffart, Hoffart zu verstehen ist. Das Wort ist heute nicht so geläufig, aber es ist unwahrscheinlich wichtig. Und zwar unter Hoffart versteht man weltfremd, anmaßend, stolz. Und dann sind hier mehrere Seiten zur Hoffartigkeit. Grimm, Gebrüder Grimm, große deutsche Wörterbuch. Das ist hier eines der wichtigsten etymologischen, also wo die Wörter herkommen, Abstammungsforschungsnachweis gegliedert. Und das ist fast zur Hälfte von den Gebrüdern Grimm selbst gemacht worden. Das ist erst von allen möglichen Sprachforschern, Germanisten in den 1970er Jahren, 1970, also das ist fast 150 Jahre Arbeit dran, vollendet worden. Grimm war hoffärtig. Der Wulff, der Bundespräsident Christian Wulff, CDU, trat also vor die Kamera und schoss auf eine Torwand oder wie sowas ähnliches. Der hat eine Wanne gekriegt. Da muss man sagen, als Bundespräsident lässt sich gut dick werden. Das sei ihm gegönnt, aber dass er heute Morgen in den Nachrichten, als der Rücktritt von dem Operettenminister noch nicht bekannt gegeben war, Erklärung abgegeben hat, wo ich gedacht habe, Mensch, das ist nicht die ganze Wahrheit, was will der denn eigentlich? Also kurz, Wulff hat gesagt, die Politik der Europäer und Deutschlands gegenüber den arabischen Staaten und insbesondere wo er dort war, in Bahrain, Bahrain ist schiitisch, sunnitisch beherrscht und ist die Hauptmarinestation der USA, also Bahrain am arabischen Golf. Gutenberg hat die besucht und hat gesagt, ja, Deutschland müsste also ganz schnell die Politik verändern gegenüber den Entwicklungen. Man hätte in Deutschland kein Auge dafür gehabt, wie die Gesellschaften sich entwickeln und so weiter. Also jetzt, wo der Zeitpunkt der Veränderung der Politik ja zwangsläufig gegeben ist, jetzt kommt der Bundespräsident Wulff daher und sagt, ja, ich muss jetzt hier mal aufpassen als Bundespräsident und muss mal sagen, wir müssen die Richtung ändern. Ja. Und dann hat er Begriffe benutzt im Bedeutungsfeld von Verlässlichkeit, Vertrauen und so weiter. Und da habe ich gedacht, Mensch, wenn er so fast direkt die Bundeskanzlerin Merkel anspricht und so weiter, ist das jetzt Wulffs Abgesang, der viel zu spät kommt, nämlich dazu, dass der Bundespräsident Wulff zu der Operettenlügerei von Gutenberg bis heute nichts gesagt hat. Und ich glaube, dass man den Joachim Gauck versucht hat zu interviewen und der hat gesagt, nee, ich möchte dazu nichts sagen. Ich kann mir vorstellen, wenn Gauck Bundespräsident geworden wäre, der hätte hier doch schon mal gesagt, also Herr Dr. zu Gutenberg, dieses muss jetzt erstmal geklärt werden, bevor Sie hier sich so hinstellen. Und, aber Herr Wulff hat eben nichts gesagt. Dafür hat er heute Morgen was gesagt. Und da ist davon auszugehen, dass der Wulff schon was gewusst hat und sich jetzt so hinstellen will, als wenn er sozusagen der Engel ist, der auf das Gute aufpasst. Und das Gleiche trifft eben auf die Bundeskanzlerin Dr. Merkel zu. Dann soll man eben jetzt mal eben ihre Doktorarbeit überprüfen, die großen physikalischen Errungenschaften, die Frau Merkel erarbeitet hat. Und dann muss man eben sagen, dass diese Art von Abwirtschaften von Vertrauen und Zuverlässigkeit unter hoffärtigen, das heißt also weltfremden und stolzen Eigensinnigkeiten in der Art und Weise, wie das die CSU auch im Moment betreibt, dass es nicht weitergehen kann. Und der Rücktritt von Gutenberg ist jetzt hier nur ein Kollateralschaden einer Zäsur, nämlich in dem gezeigt werden muss, wir sind auf diese Schaumschläger nicht angewiesen. Ja, ich könnte Kanzler sein, das würde ich auf einer Arschbacke absitzen. Ich sag's Ihnen, ich würde nur mit dem frühen Aufstehen Probleme haben, aber ansonsten ist das, was dort zu tun ist, nicht unmenschlich, es ist nicht übermenschlich und man sieht an allen Ecken und Enden, dass das, was alles getan werden müsste, definitiv auch gar nicht getan wird. Ja, da sind ganz viele Leute, die, deren Namen wir gar nicht kennen, im Stab, jeweils bei Frau Merkel oder bei allen möglichen Leuten, die natürlich diese ganze Arbeit abfangen und diese Arbeit machen, bis hin zu den ausgewählten Nachrichten, die dann wirklich auf den Tisch kommen, wenn das Handy klingelt, ja, das kann man auch aushalten. Also ich glaube nicht, dass wir so angewiesen sind auf einzelne Leute,
Und insofern glaube ich, dass die Hoffärtigen jetzt sich mal selbst aussortiert haben. Und ich wünsche mir das, dass das das Ergebnis ist von diesem ganzen Abfuck- und USA-Zeug, mit dem wir im Moment zu tun haben. So, jetzt habe ich hier meine Folie. Ich bin hier völlig geschützt gegen das grauselige...